Und jetzt ist Uschi Helmers da. Uschi Helmers nach vorne. Ihr Bus ist im Stau der Demo stecken geblieben. Hier ist sie nun. Wir haben gesprochen über Tierschutz bei den riesigen Mastanlagen. Aber sie hat noch einen anderen Punkt, den wir noch sagen wollen, der auch wichtig ist. Ja, die Tiere müssen irgendwo geschlachtet werden. Das findet in meinen Schlachthäusern statt. Die Arbeitsbedingungen und die Entlohnungen der Arbeitnehmer dort, die dort beschäftigt sind, sind den Politikern danach dann egal. In Wietze wurde der Europas größte Schlachthof gebaut. Der wurde mit 6,5 Millionen von der niedersächsischen Landesregierung gefördert. Dass Deutschland in der Schlachtbranche zu einem Billiglohnland geworden ist, das ist den Politikern dann auch egal, aber uns nicht. Wir haben das satt. Alle nochmal zusammen, wir haben das satt. Ganz herzlichen Dank, Uschi Helmers hat gesprochen für die Bürgerinitiative in Wietze. Das ist eine von 180 Bürgerinitiativen im ganzen Land. Und ich denke, diese große Zahl zeigt, dass überall in Deutschland die Leute es satt haben und dass wir viele sind und nicht nur wenige. Dass wir nicht nur einzelne Betroffene, sondern dass Kundinnen und Kunden in ganz diesem Essen, was hier quasi dahinter steht und die Umweltzerstörung, die dahinter steht, satt haben. Und dazu brauchen wir noch einmal unsere Bitte, dazu brauchen wir mehr Geld in die Spendenkasse, um die 100.000 Euro, die Demo gekostet hat, trotz vieler ehrenamtlicher Arbeit, um die zu füllen. Also wenn euer Herz erwärmt ist, sucht nach den Spendern mit den neonfarbenen Lützen und helft uns noch weiter spenden. Und jetzt geht es zu unserem nächsten Redner, zu dem sagt Christoph noch mehr. Ja, gleich kommt Klaus Salz von Brot für die Welt auf die Bühne. Die Folgen der Agrarpolitik, die sind schon in der hiesigen Feldmark häufig dramatisch. Aber wenn wir in die Länder des Südens schauen, wenn wir schauen, wie massiv dort mittlerweile Baumwolle angebaut wird, Futtermittel angebaut wird, Kaffee, Südfrüchte für uns, dann sind dort diese Folgen dieser weltweiten Agrarpolitik häufig noch viel, viel dramatischer und bedeuten Hunger und Krankheit für viele Menschen. Deswegen ist es uns so wichtig, hier im Bündnis auch die vielen entwicklungspolitischen Organisationen dabei zu haben. Und eine ganz wichtige davon ist Brot für die Welt. Bühne frei für Klaus Salz. Liebe Freundinnen und Freunde, eine beeindruckende Schar von aufrechten Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist hier zusammengekommen, um ein machtvolles Zeichen zu setzen. Wir brauchen eine andere Agrarpolitik. Eine Agrarpolitik, die Umwelt schützt und die Ernährung sichert, hier wie anderswo. Als Vertreter der Entwicklungsorganisationen, die diese Demonstration mit unterstützen, bleiben nur ganz wenige Minuten. Aber diese Minuten haben es in sich. Denn wenn ich gleich wieder von dieser Bühne abtrete, werden 100 weitere Menschen auf diesem Planeten einen qualvollen Hungertod erlitten haben. Wenn wir die Demonstration beendet haben, sind 4.000 Menschen gestorben. Menschen, die lange vor ihrer Zeit einen vermeidbaren Hungertod sterben mussten. Wir haben es satt, dass andere hungern. Wir haben es satt, dass die Erträge der bäuerlichen Arbeit nicht allen Menschen gleichermaßen zugutekommen. Dafür treten wir hier ein. Ich will daran erinnern, dass vor 40 Jahren die Staatengemeinschaft in Rom ein Versprechen abgegeben hat. Bis Ende des Jahrzehnts, es waren wohlgemerkt die 70er Jahre, sollte kein Kind mehr in der Welt hungrig zu Bett gehen müssen und keine Familie mehr um das Brot für den nächsten Tag zittern müssen. Seitdem ist die Zahl der Kinder, die hungrig schlafen gehen, weiter dramatisch gestiegen. Denn die Wege, die eingeschlagen wurden, führten in die Sackgasse. Statt die bäuerliche Landwirtschaft zu fördern, setzte man auf eine hochtechnisierte grüne Revolution. Und anstatt Ernährungssouveränität zu stärken, verschrieb man sich den Heilsversprechen der Weltmärkte. Wir wollen an das Versprechen von Rom erinnern und dafür eintreten, dass es Wirklichkeit wird. Dazu braucht es eine fundamental andere Agrarpolitik, eine Agrarwende, die den sorgsamen Umgang mit der Natur und die gerechte Verteilung der produktiven Ressourcen in den Mittelpunkt rückt. Der Hunger muss auch heute wieder dafür herhalten, die Export.
Exportoffensive des Agrobusiness zu legitimieren. Deutschland ist der drittgrößte Agrarexporteur der Welt. Die Exporte haben neue Rekordhöhen erzielt und stolz wird verkündet, Deutschland ernährt die Welt. Dabei wissen wir doch längst, dass die Exporte von gefrorenem Hühnerteilchen oder von Milchpulver in vielen armen Ländern die Märkte der einheimischen Produzenten zerstören. Der Weltmarkt ist eben kein Garant für die Ernährungssicherung, er ist eine Hungerfalle. Viele Länder wurden zur Marktöffnung gezwungen, haben sich von Agrarexporteuren zu Lebensmittelimporteuren gewandelt. Sie sind heute auf Gedeih und Verderb den Preissprüngen auf den Weltagrarmärkten ausgeliefert. Und es gibt eine andere Kehrseite dieser vermeintlichen Exporterfolge. Wir sind gleichzeitig der drittgrößte Agrarimporteur der Welt, beziehen Unmengen an Futtermitteln und Rohstoffen aus Übersee, die unseren Export erst ermöglichen. Mehr als 17 Millionen Hektar werden in Übersee allein für den europäischen Bedarf an Soja für die Fleisch- und Milchproduktion beansprucht. Wer ernährt hier eigentlich wen? Die Welternährung lässt sich eben nicht über den Weltmarkt und auch nicht über die Agrarindustrie sicherstellen. Nur eine lokal verwurzelte bäuerliche Landwirtschaft kann die Welternährung gewährleisten. Die Hungernden können sich selbst ernähren, wenn man sie nur lässt. Es ist großartig, dass heute so viele Umweltverbände, Verbraucherverbände, Bäuerinnen und Bauern, Entwicklungsorganisationen gemeinsam auftreten, dass Bäuerinnen und Bauern aus Nord und Süd an einem Strang ziehen. Denn wir lassen uns nicht als Konkurrenten ausspielen auf den Märkten, sondern wir treten als Verbündete auf, weil wir ein gemeinsames Anliegen haben, unseren Familien ein ordentliches Auskommen zu ermöglichen, gesunde Nahrungsmittel zu erzeugen und die Fruchtbarkeit unseres Landes für unsere Nachkommen zu erhalten. Eine Welt ohne Hunger ist keine Utopie. Sie zu verwirklichen liegt an unserer Hand. Applaus für Brot für die Welt. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen